Hallo mein Lieben, Steffi hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video sprechen wir über Kommunikation in der Beziehung. Und wenn das etwas ist, was dir nicht so ganz leicht fällt, wo du denkst, da gibt es Luft nach oben oder was dir wirklich einfach immer wieder auf die Füße fällt, weil du es vielleicht nie richtig gelernt hast, dann bleibst du bitte unbedingt bis zum Ende dran. Für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler, ich bin Beziehungscoach und Experte auf dem Gebiet der Bindungsangst und dabei helfe ich erfolgsorientierten Machern dabei, ihren bindungsängstlichen Partner zurückzugewinnen, um das wohlverdiente gute Leben gemeinsam zu genießen. Ihr Lieben, die meisten, die ich im 1:1 Coaching betreue, wünschen sich, dass ihre Beziehung besser funktioniert oder wünschen sich, dass der bindungsängstliche Herzensmensch wieder den Schritt in die Beziehung wagt. Und um das wahr werden zu lassen, wollen diese Menschen an sich arbeiten. Die wollen an ihren Beziehungsfähigkeiten arbeiten. Die wollen an ihren Schwächen arbeiten. Die wollen Schritt für Schritt vorwärts gehen, um ja, sich ihren Beziehungstraum zu erfüllen. Genauso wie uns allen wahrscheinlich klar ist, dass wenn wir einen bestimmten Body haben wollen, trainieren wir dafür. Wenn wir tolle Haare haben wollen, dann müssen wir uns irgendwie kümmern. Wenn wir eine saubere Wohnung möchten, ja, dann muss die irgendjemand putzen. Und genau so steht und fällt deine Beziehung eben damit, wie gut du schon bist, wenn es um Kommunikation geht, wenn es um Beziehungsmuster geht und so weiter. Beziehungsweise, wenn du merkst, du bist noch nicht so gut, dann steht und fällt das Ergebnis natürlich damit, inwieweit du für dich selber vorwärts kommst. Und ein wichtiger Schritt ist natürlich, erstmal dieses Video anzugucken, abonniere auch sehr, sehr gerne meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und für dich Schritt für Schritt vorwärts kommst. Wenn es jetzt also darum geht, die Beziehung zu verbessern oder wieder zurückzukommen in die Beziehung, dann gucke ich mir im Coaching natürlich als allererstes mal das Beziehungsmuster an, was eben dazu führt, dass es im Moment nicht gut läuft oder die Beziehung einfach schon auseinandergegangen ist. Und dieses Beziehungsmuster, das steht und fällt zu 99,9% eben mit der Interaktion, mit der Kommunikation zwischen dir und deinem Partner. Eine schwierige Unterhaltung ist für so ein negatives Beziehungsmuster, für so eine negative Beziehungsdynamik übrigens der absolute Startpunkt. Mit schwierigen Unterhaltungen, mit schwierigen Themen, mit Meinungsverschiedenheiten fängt die ganze Sache erst an zu rollen. Das heißt, Kommunikation in der Beziehung ist das Tor zur Unterwelt. Das heißt, die Kommunikation mit deinem Partner, die birgt einfach wirklich ein großes Risiko dahingehend, als dass ihr euch eher voneinander distanziert, als dass es Verletzungen produziert, als dass es dann eben zu einer Trennung kommt oder einfach zu Situationen, die sich vermeiden lassen. Und jetzt fragst du dich ganz sicher, wie kann ich das vermeiden? Ich will das unbedingt. Und einer der ersten Schritte ist natürlich, dass du dir darüber bewusst wirst, dass deine Kommunikationsfähigkeit mit deinem aktuellen Partner, aber vielleicht auch mit Menschen generell, also wir reden hier immer von dem Beziehungspartner, aber das geht ja weit darüber hinaus, das sind Kollegen, das sind Freunde, das sind Menschen, die dir auf der Straße begegnen. Das heißt, wenn du schon merkst, deine Kommunikationsfähigkeit ist limitiert, und das hast du sehr wahrscheinlich gemerkt und das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum du mein Video angeklickt hast, dann hast du schon den allerersten Schritt geschafft. Dann hast du nämlich verstanden, dass der aktuelle Zustand oder das aktuelle Ergebnis deiner Fähigkeiten nicht das ist, was du dir wünschst und verbessert werden kann. Als nächstes geht es darum, wenn du in einer schwierigen Diskussion mit deinem Partner bist und damit meine ich Streitereien, Meinungsverschiedenheiten, aber auch generell einfach Auseinandersetzungen jeglicher Art und das ist auch egal, ob ihr in einer Beziehung seid oder vielleicht schon getrennt, dann geht es darum zu beobachten, was du von deinem Partner so reinbekommst, was du wahrnimmst. Und da geht es weniger um die Worte, die gesprochen werden. Das ist ein Bruchteil von den Informationen, die du bekommst. Und sich nur auf die Worte zu konzentrieren, der hat jetzt das gesagt oder sie hat jenes gesagt oder dann hat sie dies und das erzählt. Ich kann verstehen, dass es wichtig ist, aber wenn ihr mich fragt, und das erlebe ich im Coaching immer wieder, wird viel zu viel Aufmerksamkeit darauf gegeben, jetzt wird dir gerade gebohrt, ich kann nichts dafür, es tut mir leid, bitte verzeiht.
In meinem Coaching erlebe ich, dass ganz viel Aufmerksamkeit auf diese gesprochene Ebene gelegt wird. Das ist ein Anfang. Im Coaching und aber auch hier im Video lade ich dich ein, dein Bewusstsein und diese beobachtende Komponente noch zu erweitern. Und zwar weg von den Worten, die gesagt werden, hin zu, was fühlst du, was nimmst du wahr, was passiert auf einer energetischen Ebene zwischen euch beiden. Weil eine schwierige Diskussion, ein Streit beispielsweise, das ist immer ein Austausch. Und dabei werden nicht nur Worte ausgetauscht, sondern Informationen, Energie auf allen Ebenen, auf allen Kanälen. Das heißt, du kriegst was rein, du gibst wieder was raus und dann kriegst du was zurück und am Ende fühlst du dich wahrscheinlich schlecht oder miserabel oder einsam oder verletzt oder enttäuscht oder. Und dieser Art von Austausch, die ist viel wichtiger. In Wirklichkeit geht es nämlich um viel, viel mehr, weil dieses viel, viel mehr, dieser energetische Austausch, diese Gefühle, die dann dabei auch entstehen, die sorgen dafür, dass du im Zweifel zurückreist in die Vergangenheit, dass du getriggert wirst auf eine Art und Weise, die dich an damals erinnert, dass ein Gefühl in dir ausgelöst wird, was du aus deiner Kindheit beispielsweise schon kennst. Und das ist dann eben der Moment, in dem du wahrscheinlich das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren. Das ist dann der Moment, in dem du die Situation nicht mehr als Erwachsener handeln kannst. Das ist dann der Moment, in dem du Dinge sagst oder Dinge tust, die dir im Nachhinein vielleicht leid tun, von denen du von vornherein weißt, das hilft dir überhaupt nicht weiter. Und trotzdem kannst du nichts dagegen tun, weil du einfach in deinem Muster unterwegs bist. Das heißt, eine weitere ganz wichtige Fähigkeit an der Stelle ist, dich selbst zu beobachten. Wie reagierst du auf einer Gedankenebene, auf der Gefühlsebene und auf der Handlungsebene? Das alles einmal zu beobachten. Und dafür musst du nicht auf den nächsten Streit oder auf die nächste Diskussion warten. Das kannst du von mir aus auch aufschreiben. Versetz dich in die Situation, wo ihr das letzte Mal gestritten habt, wo ihr das letzte Mal eine Auseinandersetzung habt, die dich vielleicht verletzt hat. Und analysiere für dich, wie reagierst du? Wenn du mit ein bisschen Übung in der Lage bist, zu erkennen, was es für einen Austausch gibt. Und ein extra Geheimnis, was ich dir quasi mitgeben möchte, ist, dass die Gefühle, die du reinkriegst, das sind Gefühle, die der andere auch hat. Die hat er im Zweifel einfach gerade versucht abzugeben an dich. Das heißt, wenn du dich auf einmal hilflos fühlst in dem Streit oder in der Diskussion oder in der Auseinandersetzung, dann müssen wir davon ausgehen, dass der andere sich auch hilflos fühlt. Und zwar genauso hilflos und dann aber angefangen hat, diese Hilflosigkeit an dich abzugeben. Und was jetzt normalerweise passieren würde, du würdest versuchen, das wieder zurückzugeben, weil du willst dich auch nicht hilflos fühlen. Wer will das schon? Und dann fangt ihr an, so einen Ball hin und her zu schieben, obwohl ihr vielleicht auf einer Oberfläche über den letzten Urlaub sprecht oder über die Finanzen oder keine Ahnung. In Wahrheit kommst du da erst wieder raus, wenn du den Fokus veränderst, wenn du das Level der Kommunikation von den Finanzen, von dem Urlaub, von den Streitigkeiten runter regulierst auf dieses Gefühl, was da pingpongmäßig zwischen euch beiden hin und her geht oder diese Energie, die du wahrnimmst oder den Impuls, den du reinbekommst. Du kriegst vielleicht den Impuls, dass der andere sich gerade hilflos fühlt oder das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren. Oder du kriegst vielleicht die Intention, du sprichst hier gar nicht mehr mit einem Erwachsenen, sondern dein Partner verhält sich wie ein kleines Kind. Diese Wahrnehmung, die müssen auf den Tisch. Das ist das einzige Mittel, was wirklich, wirklich hilft, um zum einen nicht in deinem Muster zu landen und zum anderen aber auch den anderen wieder mit an Bord zu holen. Du willst ja ein Team sein mit deinem Partner. Ihr wollt ja gemeinsam in der Beziehung vorwärts kommen. Und das schafft ihr natürlich nicht, wenn ihr gegeneinander arbeitet, wenn ihr gegeneinander um die Kontrolle kämpft oder wenn ihr euch auf so einer Urlaubs-Finanzen-Ebene rumstreitet, obwohl es hier unten auf einem Gefühl oder auf einer energetischen Ebene um was ganz, ganz, ganz anderes geht. Das schaffst du also nur, wenn du das adressierst, indem du ganz offen kommunizierst, dass du gerade so ein unglaubliches Gefühl von Hilflosigkeit wahrnimmst in deinem Bauch, ob der andere das auch hat. Du könntest sowas sagen wie, warte ganz kurz, lass uns mal darüber reden, was hier in Wirklichkeit passiert. Und dann sagst du, wie du dich gerade fühlst. Wichtig dabei ist,
du formulierst in der Ich-Perspektive. Ich fühle mich, ich habe den Eindruck, ich bin jetzt gerade in meinem alten Muster gefangen und da kann ich dich gar nicht mehr richtig hören und will mich nur verteidigen oder will nur ganz schnell weg. Auf keinen Fall Sätze verwenden wie immer machst du oder weil du XY und Z machst, fühle ich mich so oder so oder so. Versuch, so gut du kannst, nur zu beschreiben, wie du dich gerade wahrnimmst. Und das muss die Wahrheit sein. Und das ist in der Regel sehr laut. Das ist ein sehr präsentes Gefühl. Wahrscheinlich ist es was, da musst du gar nicht lange suchen, weil es liegt ja auf dem Tisch. Und wenn du das getan hast, dann frag den anderen, ob es ihm auch gerade so geht, ob der das auch gerade fühlt. In dem Moment brecht ihr automatisch aus eurem normalen Ablauf, aus eurem normalen Muster, aus eurer normalen unkonstruktiven Art und Weise der Kommunikation aus und du eröffnest die Möglichkeit für was Neues. In dem Moment, wo du sagst, wie du dich fühlst, bist du nicht mehr im Verteidigungsmodus, der andere fühlt sich nicht mehr angegriffen. Ihr könnt an der Stelle zusammenarbeiten und das geht bei den einen ein bisschen schneller, bei dem anderen brauchst du ein bisschen länger. Wichtig ist, dass du dich so offen und ehrlich zeigst und ganz offen und ehrlich sagst, was du hier gerade wahrnimmst, was hier in Wirklichkeit passiert. Was ganz wichtig ist, nachdem du erzählt hast, wie es dir gerade geht und gefragt hast, ob sich der andere auch so fühlt, ist, du wartest ab. Nicht jetzt einknicken, anzufangen, das Ganze aufzuweichen, wieder zurückzurudern, irgendwas in der Art. Warte einfach ab. Spür mal rein, wie sich das Gefühl beispielsweise für dich verändert, in dem Moment, wo du das schon ausgesprochen hast. Und warte ab, wie der andere reagiert. Gib ihm die Chance, das für sich zu prüfen und auszudrücken. Im Coaching mit Männern sehe ich, wenn es um schwierige Konflikte und Auseinandersetzungen geht, oft die Tendenz, sich aus dieser Gefühlsebene raus auf die kognitive, analytische Ebene zu leveln. Und ich weiß, dass es auch nur ein Versuch aus der Hilflosigkeit zu entfliehen und dass es einfach wirklich nur ein keinen besseren Umgang kennen Tool ist. Aber ich kann euch sagen, das ist eines der schwierigsten Strategien, weil deine Partnerin, im Zweifel eine Frau, die wahrscheinlich feinfühlig ist und emotional sowieso schon ganz schön eingestimmt, die wird spüren, dass du emotional nicht mehr zu erreichen bist. Das heißt, dass du emotional wie ausgestiegen bist. Und das ist ja auch der Versuch. Ne? Du willst deine unangenehmen Gefühle nicht mehr spüren, weißt nicht genau, wie du da anders mit umgehen kannst. Also gehst du auf die Sachebene, auf die logische, analytische Ebene. Und die spürt es. Die spürt, du hast sie gerade allein gelassen. Und was Frauen dann oft machen ist, die wirken ausgleichend. Das heißt, die müssen oder wollen die Dinge wieder in die Balance bringen. Und die Balance in dem Moment, wo einer gegangen ist, bedeutet eben, dass der andere doppelt so emotional werden muss. Das heißt, die werden dann völlig wild und dann fangen die an rumzuschreien oder zickig zu werden. Wenn das etwas ist, was deine bessere Hälfte, deine bindungsängstliche Herzensdame dir spiegelt, dann ist das eine Einladung, nicht auszubrechen, nicht stiften zu gehen, sondern wirklich bei deinen Emotionen zu bleiben und das auszuhalten, das zu spüren, das auf den Tisch zu legen, auszudrücken. Und dafür kannst du deinen analytischen Verstand durchaus nutzen. Aber die eben nicht allein zu lassen. Was ich bei Frauen oft wahrnehme, ist, dass sie versuchen, es so ein bisschen runter zu regulieren. Also die wollen sich dann nicht mehr so verletzlich zeigen. Die gehen dann nicht mehr tief. Und was ich in der Körpertherapie gelernt habe, ist, dass es unglaublich wichtig ist, wirklich tief zu gehen und dann wirklich den Kern zu adressieren. Also wirklich am Punkt zu sein, an dem unangenehmen Gefühl zu bleiben, an dem zu bleiben, worum es hier im Kern gerade geht. Ja, was auch immer du da gerade spürst. Wie gesagt, ich rede hier nicht über die Finanzen und ich rede hier nicht über den Urlaub. Wir sind auf einer anderen Ebene unterwegs. Aber weil Frauen diese andere Ebene ganz oft spüren, aber so wenig darin bestärkt wird, die wirklich zu leben und die wirklich als Power auch für sich zu nutzen, versuchen die das so seicht, diplomatisch ausklingen zu lassen. Und das ist ein Moment, in dem beide so ein bisschen wie ihren Halt verlieren, in dem das beide so ein bisschen, sowohl der Mann als auch die Frau, das wird dann alles so ein bisschen unverbindlicher, das wird so ein bisschen
das geht dann alles so ein bisschen, das zieht sich so ein bisschen zurück. Das zieht sich nicht zurück, oder dein Partner in dem Moment, der zieht sich nicht zurück, weil er sich nicht interessiert. Der zieht sich nur zurück, weil er spürt, dass du nicht tief gehst mit deiner Wahrheit, dass du nicht am Punkt bist, weil dir das zu gruselig ist, weil du Angst hast, weil du nicht genau weißt, wie du eben zum Ausdruck bringen kannst, was du da alles spürst. Und das, was du da spürst, ist, und das verspreche ich dir, zu 1000% genau das, was jetzt gebraucht wird. In diesem Sinne, traut euch dabei zu bleiben. Traut euch, am Kern zu bleiben. Sowohl ihr Männer da draußen, als auch ihr Frauen. Und wer dabei Unterstützung braucht, der findet unten in der Infobox den Link zu meiner Webseite und kann sich dafür ein kostenloses Kennenlerngespräch bewerben. Meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute für eure schwierigen Auseinandersetzungen. Gehört zum Leben dazu, gehört zum Lernen dazu. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, was Neues zu probieren und sich selbst quasi ja, neu zu erfinden, neu zu erleben in so einer Situation, die wir alle kennen, die zum Teil nach einigen Wochen oder Monaten oder Jahren auch ganz schön eingefahren sein kann. Von daher, macht was draus. Ich wünsche euch alles, alles Gute und sage bis bald. Tschüss.